Der Rex-Kanal. Tim meinte so, das ist so ganz, ganz übel. Aber er meinte, es ist übel witzig. YouTube RTL ist es, okay. Guck mal, ich guck mir jetzt mal einfach mal ein Video an. Ich habe das noch nie gesehen, okay? Ich gehe da jetzt unvoreingenommen rein und bin gespannt, was auf mich zukommt. Okay. Bescheid, Tim, auf meine Art. Ladies first, würde ich sagen. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Tanzt sie gut? Ja. Kannst du tanzen? Ja, warum stehen da so viele Leute, Bro? Tanz mit dir zusammen. Würdest du sie, alle mein Deutsch. Zürich! Nomad! Habibi, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Kurz ein, zwei Sachen, die ich loswerden muss. Und zwar ist es das Part 2 Tinder, was jetzt gerade kommt. Part 1 ist halt, was mehr abgeht. Das Tinder ist ein bisschen kurz geworden, weil die Amjas natürlich gekommen sind. Und ich wollte nur euch sagen, dass das Part 2 locker 20 Minuten geht. Und nochmal ein, zwei Sachen. Nochmal von meiner Seite aus an Basel, an Zürich. Danke nochmal für diese Unterstützung. Ich bin immer noch völlig im Schock, was ein Content, was eine Community da draußen ist. Das hätte ich niemals von euch erwartet, dass ich da in der Schweiz aus Deutschland raus so eine krasse Community habe, die hinter mir steht. Das hat mir natürlich gezeigt. Das andere Video aus Zürich ist noch besser. Okay. Dass ich regelmäßig bei euch sein muss und das werde ich auch. Nur uncool, also was heißt uncool? Uncool war von mir jetzt, dass ich vielleicht abgehauen bin, aber ihr wisst ja die aktuelle Lage, was alles gerade abgeht, wegen der ganzen Pandemie. Deswegen musste ich weg, weil mit sowas habe ich halt nicht gerechnet. Mit so viel habe ich nicht gerechnet. Alles klar, mein Lieber. Wie funktioniert das Format Tinder Zürich auf dem Weg? Regt ihr einfach Leute auf der Straße, ob sie sich daten würden, oder wie? Ah, Luft da hinten hier vorne, auch hier ist besser. Hätten wir hier am Anfang angetreten, es würde so praktisch aussehen halt. Ja. Nomad. Capri Sonne, 1 Euro. 1 Euro. Ach so, der macht sozusagen einen Aufruf, wo er sagt, dass die Leute sich dort versammeln sollen und dreht dann das Video, oder wie? Okay, Wayo Zürich, Part 2 geht weiter oder Part 1 ist mir scheißegal. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr mir wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt schon sehen, Tinder-Aufstellung. Heute geht's wieder mal ab. Ich hoffe, ich bekomme diesmal ein anständiges Tinder, weil das ist echt mein Ziel. Gut, du wisst, was zu tun ist, komm mit. Wir gehen zu den Kandidaten und checken einmal hier unsere Jungs ab. Oh man! Ich will jetzt echt nicht oberflächlich. Du bist Bescheid, Tinder auf meine Art. Ich mach die Mädels, du machst die Jungs. Jungs, ja, Mann! Ja, aber diesmal natürlich ein bisschen am Ring. Auf jeden Fall. Und chillst. Okay, Ladies first, würde ich sagen. Hi! Hallo. Stell dich mal vor. Digga, was er. Wie hatten sie sich geschminkt? Der hat ihre um ihre Augenbrauen drumherum weiß gemacht oder ist es wegen der Belichtung? Woher kommst du? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Wie alt? 17. Okay, check mal diesen Playboy. Guck mal hier. Von oben bis Shit, würdest du ihn daten? Ja. Ja! Mangiare! Nikita Moon! Okay, also ja. Sie würde ihn einfach daten, Digga! Perfekt, Digga! Dann gehen wir jetzt direkt rüber.
Hey, yo! Ich mach schnell vor! Hallo, ich bin Alessandro, ich komme aus Zürich. Und ja! Wolltest du sie denken? Ja, nein, du kriegst Sache, bitte nie! Für Video! Ist! Der Ramadan ist fertig! Ja! Hey! Ja, mein Ja! Ja, mein Ja! Ja! Okay, dann küss mal einmal so ihre Hand. Ja! So liebe ich, wenn Tinder so läuft. Ich liebe den Scheiß. Klingt mit Björn Sparrow. Okay, wir gehen eins weiter. Wie geht's? Alhamdulillah, gut. Okay, sie hat sich wirklich um die Augenbrauen weiß geschminkt. Woher kommst du? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz, Landsform? Bosnien und Spanien. Aus einer Mischung, Aschüre. Hallo. Wer bist du? Okay, weißt du, was deine Aufgabe ist? Wie heißt du? Novi Bosa! Anna, ich hab den Namen. Check mal ihn ab von oben bis unten. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Ja. Okay, habt ihr es gehört? Würdest du ihn daten? Ja. Und wo ist die Begründung? Stabil! So gehört sich Tinder! Cool! Okay, wir hören uns die Meinung von drüben. Ich bin der Lavi, 18 Jahre alt, aus Zürich, bin Albaner. Albaner, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet es. Ja, warum? Was, Bruder? Ja, warum? Hey, ja, was positiv, ewa, hier geht's ab. Küss ihre Hand. Also, ja, warum? Begründe es. Ja, warum? Ey, Junge, ist das geil, Alter. Ein Ja. Gefällt mir sehr gut. So muss Tinder laufen. Hi. Ziggy. Die Ziggy. Training. Wie heißt du? Sweetie. Bist du am Tanzen, Sweetie? Kannst du tanzen? Kannst du tanzen? Hey, Sweetie, leg mal einfach auf uns links. Komm mal. Eine Runde. Komm. Ey, voll jetzt hier ankommen! Jetzt in der Tiefgarage, wir machen hier weiter. Wo waren wir eben stehen geblieben? Ob du tanzt? Yeah. Kannst du uns einmal nicht zeigen? So ein bisschen. Hi, Dad. Tanzen Sie gut? Ja. Kannst du tanzen? Ja. Tanz mit dir zusammen. Ey, mach mal so einen Takt. Tanz mit dir zusammen. Alter, das ist sehr, sehr krass auf jeden Fall, das Video. Da passieren einige Dinge, die ich so niemals gedacht hätte, dass sie tatsächlich so passieren können. Schämst du dich? Und du? Was? Schämst du dich? Ja. Was soll ich machen? Ich hab... Nomad. Schämst du dich? Ja, ein bisschen. Okay, sag mal. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Warte, check ihn erst mal ab. Check ihn ab. I've been really trying, baby. Würdest du ihn daten? Ja, ja, nein. Ja. Ja? Ja, hat Drip. Hey. Ja, Drip. Ja. Okay. Ist er dein Typ? Ja. Was sind so deine Typen? Blonde Jungs? Eigentlich eher so Dark Skin, Brown Skin. Aber er hat so wirklich Drip und... So diese Gert Warren Style. He got vibes. Oh yeah, shit. Okay. Krass. Er ist einfach Drip hat, ne? Ja, normalerweise stehe ich aber er hat einfach Drip. Hören wir uns die Meinung von drüben an. Ewa, stell dich mal ganz kurz vor. Ewa, Prinz, 19 Jahre alt, Designer, ja. Würdest du sie, haltet mal Schnurren hier! Was, Bruder? Cool, Alter. Nochmal. Was, Bruder? Also, ich hätte mal ganz gerne die tiefsten Emotionen und Lebensphasen von ihm in der Ola Kala-Kollektion mit rein designt, weil der scheint mir schon durch viel durchgegangen zu sein, der Allerjagutste. Sie daten ja und nein, begründet es. Ja, sicher. Hast du die Body gesehen? Oh mein Gott. Warte mal, kannst du tanzen? Bisschen, was heißt tanzen? Okay, du brauchst nicht viel zu machen, du nimmst sie an und bringst sie zum Tanzen. Schaffst du das? Weiß nicht. Bist du ein Playboy? Warte. Bist du ein Playboy? Nein. Versuch sie mal zum Tanzen zu bringen, komm. Ich will tanzen.
Hey, die beiden tanzen. Oh, Stier. Haltet mal Schnurren. Das war cringe, Alter. Okay, also ja. Yeah. Ja? Yes, sir. Dann küss ihre Hand, komm. Digga, der Baum hatte seine Nase da drauf gehoben. Aber warum denn nur die Hand? Ich finde, die könnten doch direkt einfach mal rummachen. Okay, sehr gut, gefällt mir. Gut, dann haben wir schon mal ein bekanntes Gesicht. Stell dich vor. Elida, 18, aus Türkei. Was, Bruder? Was bist du? Türkei, ich komme aus der Türkei. Okay, check ihn mal ab von oben bis unten. Dann würdest du ihn daten, ja, nein? Alter, dieses Furzgeräusch, Digga. Begründet. Nein, weil er ist nicht so mein Typ. Oh. Warum? Also nicht böse, er ist süß. Nein, er ist süß und so, aber er ist wirklich nicht mein Typ. Du bist nicht ihr Typ. Was sind deine Typen? Ja, Locken, Social. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Ewa, Dingsam, stell dich mal ganz gut vor. Also, ich bin Junior, 17 Jahre alt. Ja. Der heißt einfach Junior. Ich habe mir vorgestellt. Also, ich bin Brasilianer, ja. Brasilianer, Latino, ah. Würdest du sie daten? Also, ehrlich gesagt, es tut mir leid so. Aber weißt du, nicht frech. Weißt nicht frech und so. Aber sie. Wie soll ich erklären? Hey, sehr süß. Süß gemacht. Ich liebe dich ja. Nicht. Also, nein? Wir haben einmal ein Nein und ein Nette Nein. Warum? Aber wie kriegt er das hin, dass da so viele von dieser, ich nenne es mal von dieser Sorte dann da hinkommen? Das ist schon auch irgendwie krass, oder? Ey, habt ihr gehört? Tüdisch! Weil das Ding ist, ihr müsst ja mal überlegen, wenn ich jetzt einen Zuschauertreff machen würde, Digga, da würden halt einfach nur Ärzte und Professoren stehen, ne? Also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Ah, aber da sind schon viele am Start, oder? Krass. Basel 20 Uhr Pumping Lifestyle. No man. Achso, weil den sein Channel Pumping. Achso, das jetzt hat er so free erfunden. Ja, krass, Alter. Heftige Episode auf jeden Fall. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money.